Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute gibt es einen Drogerie-Haul, meine Lieben, einen Rossmann-Haul. Wenn ihr Bock habt auf diesen Haul, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich. Das könnt ihr unten kostenlos tun. Aktiviert gerne die Glocke und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn damit tut ihr mich ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, diese Woche war wieder Angebotswoche beim Rossmann. Ich habe euch die Angebotswoche abgedreht gehabt. Ich habe sie euch auf TikTok und auch auf meinem Instagram-Account hochgeladen. Falls ihr mir noch nicht da folgt, schaut super gern vorbei, da würde ich mich sehr freuen. Ich habe euch meinen TikTok-Account und auch meinen Instagram-Account unten in der Infobox für euch verlinkt. Da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Falls ihr mir noch nicht da folgen solltet, macht es super gerne, denn da zeige ich einfach ein bisschen tagesaktuellere Sachen auch. Gerade auf meinem TikTok-Account, da geht es rund um das Thema Shopping und die Angebote. Deshalb, da verpasst ihr dann auch nichts mehr. Ich habe nämlich auch ein bisschen was von den Wochenangeboten durchgestöbert. Ich habe auch das eine oder andere mitgenommen. Das ist wirklich nur ein kleiner kompakter Haul. Und ich habe mir gedacht, ich drehe ihn aber heute ab, denn wir müssen natürlich auch noch eine Verlosung auflösen. Und zwar habe ich euch ja vor ein paar Wochen eine kleine Watermelon-Verlosung angekündigt gehabt. Wir haben ja in einem Action-Video habe ich euch das ja gezeigt, dass ich von einer neuen viralen Watermelon-Reihe auch etwas für euch mitgenommen habe. Und ich habe mir gedacht, am Ende dieses Videos lose ich das Ganze hier auf in diesem Video aus. Ich habe für euch natürlich ein wundervolles Set damals mitgenommen. Die Verlosung habt ihr ja hoffentlich alle mitgemacht auf meinem, in dem Action-Video. Denn es handelt sich einmal um diese wundervolle Serie, die ja wirklich rauf und runter ging und jeder wollte sie haben. Und ich habe euch noch eine Kleinigkeit dabei gepackt. Ich werde noch ein paar Schnuckersachen mit reinpacken an denjenigen oder diejenigen, die am Ende gewinnen wird. Das ist auf jeden Fall das, was zum Gewinn für euch ausstand. Und das Ganze lose ich aber, wie gesagt, am Ende des Videos aus. Deshalb bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Jetzt möchte ich auch direkt starten. Es ist wirklich nicht sehr viel. Ich wollte es als kleines, knappes Video für euch heute abdrehen. Mal direkt mal die Haare aus dem Gesicht, damit es nicht am Mikro gleich stört. Ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, was ich mitgenommen habe. Es ist wirklich nicht sehr viel. Ich habe auch was im Bereich Supplements, Nahrungsergänzung mitgenommen. Ich habe auch unter anderem, weil ihr mich immer wieder fragt, wegen meinen Haaren, was ich nehme. Ich nehme zwei Sachen, die ich wirklich regelmäßig einnehme. Eins davon, das ist bei mir jetzt aufgebraucht. Ich habe es schon aufgemacht und schon die zwei ersten zwei Kapseln entnommen. Das erste, was ich jeden Morgen nehme, ist von diesem Vitamin B-Komplex Ratiofarm. Das sind Hartkapseln. Da, ich habe das Gefühl, dass mir das Ganze gut tut, weil ich es letztes Jahr sehr extrem Haarausfall hatte. Ich habe auch aktuell immer noch welchen, aber ich habe das Gefühl, dass es da dem Ganzen ein bisschen entgegengewirkt hat. Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Es gibt so viele Gründe, warum und weshalb. Ich hatte letztes Jahr eine Erkrankung, die das Ganze ausgelöst hat und aufgrund dessen habe ich dann einfach so viel probiert und ich komme aktuell mit diesen Kapseln wirklich super klar und zusätzlich dazu nehme ich noch Biotin Zink Selen. Die Kapseln bestelle ich allerdings bei Amazon. Macht euch auf jeden Fall am Wochenende auf ein XXL Beauty Haul gespannt. Ich habe alles gesammelt, was ich in den letzten Wochen geshoppt habe und was nicht alles erreicht mit der Post. Macht euch auf jeden Fall auf ein langes Video am Sonntag quasi gespannt, denn da zeige ich euch dann auch die Biotin Kapseln. Da werde ich sie euch auch verlinken. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Die nehme ich immer, die kaufe ich immer beim Rossmann. Kosten 14,45 €. Bekommt ihr auch in der Apotheke Vitamin B-Komplex. Das ist natürlich auch trotzdem Biotin und so mit drin. Hat ganz, ganz viele förderliche Punkte. Und deshalb nehme ich die immer wieder mit. Kaufe ich immer beim Rossmann. Wie gesagt, bekommt ihr aber auch woanders. Dann habe ich auch zwei Sachen im Bereich Food, würde ich sagen. Zum einen habe ich meinen Lieblingstee mitgenommen von Teekanne, den italienische Limone. Der war nicht im Angebot. Den bekommt ihr aber auch ab und zu im Angebot. Die haben eine richtig tolle Teeauswahl beim Rossmann. Ich wollte beim nächsten Mal, wenn Angebotswoche auf die Tees auch ist, auf jeden Fall noch mehr Sorten mitnehmen, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel Tee aufgetrunken. Und ich habe letztens vom Aldi die Variante mitgenommen. Die hieß auch irgendwie Limone. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt und der ist wirklich super lecker. Den könnt ihr natürlich jetzt auch zur warmen Zeit, wenn es jetzt wärmer wird, auch super kalt trinken, denke ich. Ich mag den sehr gerne. Den braucht ihr nicht zuckern. Der schmeckt super frisch und super einfach im Geschmack. Ich weiß gar nicht, was das als allgemein für ein Tee ist. Auf jeden Fall, genau, aromatisierter Früchtetee mit Zitronen- und Honigaroma. Den Honig schmecke ich gar nicht raus, aber die Zitrone auf jeden Fall. Und deshalb kaufe ich den aktuell sehr, sehr gerne und trinke ihn auch sehr gerne. Dann habe ich etwas wieder nachgekauft, weil ich wirklich beim letzten Mal, ich muss sagen, ich nasche davon ganz gerne statt Kaugummi, weil bei Kaugummi kriege ich
immer wieder total die Kieferschmerzen und deshalb fahre ich irgendwie mit Bonbons ein bisschen besser. Und ab und zu, ja, muss ich auch wirklich sagen, dass ich das schon so brauche für, ja, einfach mal zwischendurch, wenn ich unterwegs bin, weil ich immer mal wieder auch so Hustenreiz habe, aber irgendwie diese ganzen Hustenbonbons leid bin und ich finde, die schmecken einfach so lecker. Das sind diese Vitaminshot-Bonbons von Emolkal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon nachgekauft habe. Bestimmt schon 5, 6 Mal mit Sicherheit. Bekommt die beim Rossmann 1,99 € und ja, mag ich total gerne. Und der ist innen drin wie so ein Gelee drinne. Ja, super, super lecker, wenn ihr da auch auf was nach der Suche seid, was ihr irgendwie, ja genau, wenn ihr was genau, im Bombenbereich Bonbon oder zum Lutschen zwischendurch sucht, dann kann ich euch die sehr empfehlen. Schmecken sehr, sehr lecker. Dann hatte ich, wo es 20% in der App auf Sanozon Sonnenbrillen gab, habe ich mir diese Sonnenbrille mitgenommen, ihr Lieben, und ich fand die irgendwie richtig cool. Die meisten Brillen, die ich so habe, sind ja relativ groß und ich wollte gerne eine kleine, kompakte Brille mitnehmen, wenn ich auf der Terrasse mich ja so ein bisschen zum Sonnen lege, trotzdem meine Augen zu schützen und halt keinen großen Abdruck zu kriegen. Und irgendwie fand ich die richtig süß. Die hat hier so ein bisschen wie Tiger-Design hier oben. Die hat ein rosanes Gestell, total meins. Und die Gläser sind silbern. Ich will jetzt nicht, dass es zu sehr blendet, aber ihr könnt das ganz gut erkennen. Die haben silberne Gläser. Da gab es, wie gesagt, 20% drauf. Die Brille hat 9,99 € gekostet. So eine kleine, kompakte, kann man auch super beim Autofahren zum Beispiel tragen. Die hat auch, steht auch drauf, 100%ig UV-Protection, recyceltes Material. Und ja. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr coole Brille. Mag ich, habe ich letztens schon einmal getragen und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass ich sie ergattert habe. Ich habe zwar sehr, sehr viele Sonnenbrillen, aber ja, man kann irgendwie nie genug davon haben. Das war das, was ich in dem Bereich geshoppt habe. Jetzt machen wir weiter mit Beauty-Sachen. Ein Produkt habe ich nachgeshoppt, weil ich es bei mir fast aufgebraucht habe, ihr Lieben. Und ihr könnt das gut erkennen, ich bin immer noch super schön gebräunt, denn ich habe natürlich auch an den Tagen, wo es schön sonnig war, die Sonne ein bisschen genutzt und mich ab und zu mal auf die Terrasse zum Sonnen gesetzt. Und was ich euch wirklich empfehlen kann, ist danach eure Haut ordentlich einzucremen. Ich habe nach dem Urlaub in den Osterferien wirklich wieder extrem gepellt. Ich pelle jedes Mal. Ich kann euch nicht sagen, was man dagegen machen kann. Ich peele mich immer vorher, ich creme ganz viel, damit da kein Feuchtigkeitsverlust steht. Aber meine, das ist bei mir immer so. So nach 1, 2 Wochen, wenn die Bräune so ein bisschen nachlässt, dann pelle ich. Und was ich auf jeden Fall immer super gerne benutze, ist Apri-San. Und da habe ich mir jetzt, weil ja auf die Sanozon-Produkte 20% auch in dieser Woche war, diesen Melanin-Booster nochmal nachgekauft, weil von der großen Flasche habe ich noch relativ viel. Aber von der Flasche, die ich euch ja mal im Monatsfavoriten gezeigt habe, die habe ich jetzt fast aufgebraucht, weil ich die wirklich nach jedem Duschgang immer wieder benutze. Und ja, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr da auch ein bisschen eure Bräune halten möchtet oder einfach eure Haut gut mit Feuchtigkeit versorgen möchtet nach dem Sonnenbad, falls ihr in Urlaub fahrt oder so oder aber auch hier die Sonne genießt, kann ich euch die sehr empfehlen. Mag ich ganz gerne. Ich habe mir jetzt zwar das Originalprodukt von Lancaster bestellt, was ja mein absoluter Liebling ist, wo auch draufsteht, dass es wirklich einen Monat eure Bräune verlängern soll. Aktuell benutze ich das und wie gesagt, das habe jetzt schon die Flasche fast aufgebraucht. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal ein bisschen Nachschub gekauft. Das kostet 1,79 €. Also ist auch wirklich sehr günstig, weil das von Lancaster, das ist der Golden Tan Maximizer, der ist wirklich um einiges teurer. Aber ja, für alle die nicht viel Geld ausgeben wollen, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Dann mache ich weiter mit Masken, ihr Lieben. Zum einen habe ich nochmal dieses Set ergattern können. Und zwar ist es von Youty dieses Lip- und Augenmaskenset. Powerful Pomegranate. Das war auf dem neuen Maskenaussteller der Disney-Masken irgendwie so mit da drin. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das nochmal mit. 99 Cent war da der reguläre Preis. Ich habe bei einigen Mädels gesehen, dass die bei denen im Ausverkauf reduziert waren. Das war bei uns jetzt nicht so. Die waren ganz regulär für 99 in der Kasse. Aber ich finde, das ist immer noch ein super Preis, denn ihr habt hier zwei Masken quasi zum Preis von einem. Und ja, da kann man auf jeden Fall nichts mit verkehrt machen. Das war das Letzte, deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich was auf dem Isala-Aufsteller gefunden, zum wirklich für einen super Schnapperpreis. Es gab ja letztens diese Just Love LE von Isana, wo es ja, zwei verschiedene Masken gab. Einmal die Tuchmaske Just Love mit Hyaluron, Melonenextrakt mit diesem Herzchen drauf. Super süß gemacht. Hier unten könnt ihr es erkennen, die Maske ist auch voll mit Herzchen. Die Maske hat nur noch 80 Cent gekostet, deswegen habe ich zwar mitgenommen, da wollte ich jetzt nicht mehr mitnehmen, weil die will ich verschenken. Ich werde nämlich auch in den nächsten Tagen
Deshalb schaut da gern vorbei auf meinem Instagram-Account, nämlich auch eine Verlosung starten. Da werde ich dir auf jeden Fall mit reinpacken und eine möchte ich gerne verschenken. Genauso wie mit den beiden. Das ist eine Hydrogel-Augenmaske mit Aloe Vera, Hyaluron, Drachenfruchtextrakt. Ja, in dieser schönen Herzform. Die waren auch reduziert. Die haben nur noch 70 Cent gekostet, ihr Lieben. Also echt ein Schnapper. Und für das Geld durften die auf jeden Fall mit. Deswegen habe ich mir von beiden zwei mitgenommen. Mal gucken. Also finde ich nochmal welche beim nächsten Mal ergattern kann. Vielleicht die Tage noch mal reinschauen, dann werde ich mir vielleicht noch mal ein, zwei mitnehmen, weil es auch eine super süße Geschenkidee ist für 70 und 80 Cent. Da kann man jedem eine kleine Freude mitmachen. Wir Frauen können immer ein bisschen Me-Time gebrauchen. Deswegen ja, habe ich die auf jeden Fall gerne mitgenommen. Dann habe ich auch was mitgenommen aus der Angebotswoche. Diese Woche gab es auf die Wattepads nicht Prozente, sondern die waren für 89 Cent im Angebot. Ich habe zum einen, die fand ich nämlich sehr gut beim letzten Mal, die Super Soft Maxi Wattepads von Isana mitgenommen. 35 Stück, 89 Cent. Ich muss sagen, ich habe es ja mehrfach probiert mit den ganz normalen von Isana. Da die letzten Packungen waren einfach, habe ich einfach vielleicht auch, weiß ich nicht, Pech gehabt. Die haben so krass nicht gefusselt, sondern das, was so rausgestanzt ist, drumherum, das hat total abgeblättert. Und ich hatte überall im Gesicht nicht Flusen, sondern so weiße kleine Striche. Und es hat mich total genervt. Deswegen habe ich ja eine Zeit lang nur die Original von dem Make-up gekauft. Aber ich habe gedacht, die Super Soften fand ich auch ganz gut. Und die waren jetzt im Angebot, 89 Cent. Deswegen habe ich die einmal in dieser Maxi-Wattepad-Variante gekauft und auch nochmal in der normalen Variante, aber auch in der Super-Soft-Variante. 100% Baumwolle mit Aloe Vera und Panthenol. Hier sind 60 drin und die Maxi-Pads sind 35 Stück drin. Für 89 Cent kann man damit nichts falsch machen, weil ich damit immer, meistens, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Feuchttuch nehme, gehe ich damit immer ganz gerne über mein Augen-Make-up drüber, weil ihr wisst das ja, ich klebe bei mir immer meine Lashes und ich finde, dass man damit auch den Lashkleber vor allen Dingen super leicht reinigen kann. Den könnt ihr dann richtig schön abnehmen mit den Wattepads, was mit den Feuchttüchern, die ich ja sonst auch immer nehme, zum ja, ersten quasi Make-up entfernen, bevor ich mein Gesicht ganz normal wasche. Ich finde, dass das ein bisschen den Kleber noch mehr verklebt. Da gehe ich ganz gerne mal mit Micellenwasser auf Wattepad einfach mal drüber, damit ich das ein bisschen besser bereinigt kriege. Nur für euch als Info, falls ihr auch da mit dem Kleberrest immer so ein bisschen zu kämpfen habt, ja, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, das mit den Wattepads zu machen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel dieses Videos. Ihr Lieben, das ist wirklich nicht viel geworden, aber ich bin ja auch ab und an mal woanders und auch beim DM möchte ich demnächst vorbeischauen. Dann, wie gesagt, kriegt ihr am Wochenende diesen super XXL Beauty Haul. Da seht ihr auch, was ich in den letzten Wochen noch so geshoppt habe. Ich habe mitgenommen diese Nivea, ja, Deos. Es gab diese Woche 20% auf alle Deodorants, also wirklich alle Marken. Und das waren natürlich auch einige Marken im Angebot. Bei diesem hier, das kenne ich gar nicht, das ist das Perle Beauty Antitranspirant, 48 Stunden Schutz ohne Alkohol. Das habe ich jetzt mitgenommen, weil es im Ausverkauf war bei Nivea. 1,30 € hat das nur noch gekostet. Und ihr wisst ja, regulär kosten die Nivea Deos mittlerweile 2,29 €. Also es ist in Euro günstiger. Und darauf ging dann auch nochmal die 20% runter. Also das Deo hat knapp über 1 € gekostet. Und ja, ich war aber vernünftig natürlich und habe jetzt nicht zu viel mitgenommen. Aber zwei habe ich mitgenommen, dachte ich mir, kann man nichts mit verkehrt machen. Deo ist ja immer zu gebrauchen und obwohl das jetzt eins ist, was ich nicht kenne, denke ich, kann ich damit nichts falsch machen, ihr Lieben. Das war auf jeden Fall mein Rossmann-Haul für euch. Machen wir dann weiter mit der Ich habe mir jetzt Verlosung. mal das iPad zurechtgeholt, weil ja, ich würde sonst übers Handy machen, aber so könnt ihr es ein bisschen besser sehen, weil ich habe mir jetzt einfach das Video schon mal aufgerufen. Ich mache das nicht mit dem Random Picker, weil ich will mich auch direkt gucken, ob diejenige nicht nur abonniert hat, sondern auch eine aktive Zuschauerin ist, um einfach auch den aktiveren ja, Followern einfach auch ein bisschen was zurückgeben zu können, weil es gibt super viele, die nur fürs Gewinnspiel irgendwie reinhopsen und dann wieder gehen und nie wieder kommen, was ich ein bisschen schade finde. Deswegen möchte ich das gerne über das Video machen. Ich habe mir das Video auch schon aufgerufen. Hier seht ihr einmal die Kommentarleiste und da werde ich einfach jetzt nur scrollen und auf einen tippen. So, und zwar ist das. Im Gucken, wer das ist. So, ich habe noch einmal ganz kurz geguckt, ob es auch eine Abonnentin wirklich meines Kanals ist. Und zwar ist es eine auf jeden Fall sehr regelmäßig zuschauende Abonnentin. Es freut mich sehr, dass ich dir was zurückgeben kann. Es hat dann auf jeden Fall die Richtige getroffen. Aber für alle anderen, die jetzt heute nicht ausgewählt sind, seid nicht traurig. Ich möchte wieder öfter auch wenigstens kleinere Verlosungen für euch hier einbauen. Das ist hier auf jeden Fall in den letzten Monaten sehr stark untergegangen. Ich möchte auf jeden Fall auch demnächst auch eine kleine Sommerverlosung für euch hier starten. Und wie gesagt, für alle, die heute nicht gewonnen haben, in den nächsten Tagen
morgen wird auf Instagram eine Verlosung online gehen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein wunderschönes kleines Set gewinnen, nur für euch als Info. Und jetzt verkünde ich natürlich die Gewinnerin, die sich bitte bei mir entweder per Mail meldet, meine E-Mail-Adresse ist unten in der Infobox, oder aber falls du auf Instagram auch aktiv bist, kannst du mir auch gerne eine Direct-Message über Instagram schreiben. Dann kann ich dir da direkt darauf antworten, damit du mir deine Adresse schicken kannst. Dann würde ich sie nämlich die Tage zur Post bringen, ihr Lieben. Und zwar, ich möchte jetzt nicht alles einblenden von ihr, ist das die liebe Silvia S. Ich glaube, du kannst schon dein eigenes Bild erkennen, falls du das Video schauen solltest. Das hoffe ich natürlich. Die liebe Silvia S. 4005 ist als Zahl hinten dran. Melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wenn ich eine kleine Freundin gehe, Freude machen kann. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und alle anderen, wie gesagt, nicht traurig sein. Das nächste Gewinnspiel kommt auf jeden Fall bald, ihr Lieben. Das war es auch von mir, von meinem kleinen Rossmann-Haul und von der Gewinnerauslösung. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, schon mal gerne vormerken, am Sonntag kommt ein XXL Beauty Haul auf euch zu. Wirklich schön Zeit mit einplanen. Ich habe so viele neue Düfte hier stehen und Sachen, die mich per Post erreicht haben. Das wird auf jeden Fall ein sehr cooles Video. Deshalb freue ich mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald.